Hey Leute, willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ich nehme mir mal ein Brecheressen und eine Waffe. Passt ja alles so schön in den Umhang. Endlich habe ich auch eine Knarre. Und wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Ab in die Schleuse. Huch, keiner da. Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus. Oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch. Es ist scheinbar. Hey, ich weiß. Natürlich. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implant. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du noch. Dann erklär ich. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen Invaliden. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Ja. Nicht nötig. Ich habe all. Gut, dann werde ich mal. Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Und jetzt? Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Wenn du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das Klitis? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Ja, da waren wir in der letzten Folge schon, ja. Mannen in Ruhe. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht, ich bin aktuell. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Okay. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weißt. Oder du. Genau. Also. Oh, was? Du denkst an. Zwiebelzubel. Voll daneben. Zwiebelzubel. Das ergibt. Ich wusste gleich, wen ich musste das sagen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Na, Zukunftsich, alte Socke. Na, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Bellen kümmern. Boah. Ist das etwa eine Knarre? Ja. Nein, das ist ein Bananenschädelgerät. Das ist eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Ja, ja. Stimmt, mach ich das vieles? Mach's bitte sonst. Das ist ganz Ja, aber danach bekommt. Ja, doch. Und es ist das Gleiche. Durch das ja. Und beeil dich. Ihr schlägt, dann stirbt alles. Was für ein Hit. Sein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche und darin. Du. Ich warte lieber und das passiert, was ja nicht. Was ja nicht mehr allzu lange dauern sollte. Verdammt, die Zeit hat ja offenbar gar kein Gefühl für Timing.
So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Du, mein Schnick-Schnack-Schnuck. Weil sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Kuss holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer wir alle. Und das ist heute du. Rufus, was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes liegen bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine. Komm mit. Es ist noch nicht... Ja, nein. Oh, Backe. Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Oh, Goal ist weg. Warte, was? Wer sagt das? Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen. In Liebolds Körper. Sie wird lächeln. Das war nicht. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Das hieße ja... Wusch! Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an seinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja... Es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heidenbaby. Aber, Moment. Bla bla bla. Aber Cletus. Cletus ist kein schlechter Mann. Zumindest nicht schlecht und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin tausendmal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Okay. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, bitte. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall-Goal und Baby-Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Okay. Na dann... Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Tja, Pech gehabt. Ich weiß, dass du etwas beweisen willst.
Weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Ja, okay, ich sehe schon. Ja. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Okay. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blaues Wind, klares Wasser. Wow. Es ist nicht Deponia. Okay. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Hier ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Okay, also ist Elysium ein Raumschiff. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Ja gut. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Okay. Ja gut, na dann. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia. Wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Ach, ich pfeife auf Deponia. Hauptsache, ich bin bei dir. Das nehme ich dir nicht ab. Dann nimm mich mit nach Utopia. Und die Sprengung Deponias zulassen? Das willst du doch nicht wirklich, Rufus. Es steckt zu viel Gutes in dir. Die wenigsten sehen das. Aber du könntest niemals so skrupellos sein. Und wenn doch... Was unterscheidet dich dann noch von Fetus? Ja gut, gutes Argument. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Dann wird es halt etwas Arbeit, na und? Ich habe mich entschieden, Rufus. Es tut mir leid. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir. Ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Zweiter Teil, zweite Chance. Es ist kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Titus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber...
Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Okay. Das musst du mir nicht sagen. Grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie lief rumpfuß mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt, wenn ein Armageddon naht. Schon allein wegen Valmussia und so. Hussa, Valmussia und so. Man betrachte jetzt mal die Szenerie. Das Wetter ist schlecht geworden. Es ist alles düster. Zum zweiten Teil der Handlung. Schade. Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an Vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide. Wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Ordovisko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Ordovisko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Ja. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Okay. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Ordovisko. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Ja, gut. Bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Okay, wir fahren zur Polkappe. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Ja, da geht's raus. Dann... Da ist nichts. Und dieses Gitter... Dieses Gitternetz klicken hat man hier die ganze... auf der ganzen Strecke. Ja.
Dann. Laut. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Na, den Titel kenne ich doch. Ist ja auch irgendwo eine Zuckerwattemaschine. Ja, okay, aber ich beende einfach mal die Folge hier mit Blick auf diese schöne, große Schrottspinn-Dings-Teil, was auch immer. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.